Interessant. Ich dachte mir schon sowas. Jetzt wird mich so eine Brigade von Soldaten erwarten, oder? Warum zieht sie die Mondklinge? Und sie steppt natürlich genau auf die Falltür, die gar nicht offensichtlich dasteht. Lustig. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich hier noch nie war. Also jetzt sind wir definitiv an einem Punkt angekommen, den ich im Let's Play noch nie hatte. Im Durchspielen noch nie hatte. Im Bauch der Klaue? Wie geht das? Unwichtig, auf jeden Fall mega geil gerade. Später an Bord der Klaue. Ach, man hat mir ja zum Glück auch alles abgenommen. Ich habe nichts mehr. Süß. Das ist aber toll. Aber natürlich hat man mir die schöne, sexy, nicht gute Kleidung gelassen. Und ich kann auch nicht zaubern. Seht ihr das? Mein Ring ist weg. Meine Laterne ist weg. Ich habe keine mentale Energie. Knochen erhalten. Ich sehe auch super nichts. Ruhe, Gefangene. Wie machen wir es am besten? Bedrohen hilft nichts, wir haben nichts. Schau mal, ich glaube, hier kommt Wasser rein. Nein, tut es nicht. Doch, tut es. Jetzt hör genau zu. Alles ist perfekt versiegelt. Warum habe ich dann nasse Füße? Wo soll das Leck denn sein, hm? Dort hinten. Das kann nicht sein. Ich schaue es mir genauer an. Also ganz ehrlich, so einfach habe ich noch nie eine Wache. Wie ich schon sagte, alles in Ordnung hier. Ach, ich kann bestimmt mit dem Knochen kämpfen. Okay, also er ist nicht so dumm. Geil. Was? Warum habe ich den Schlüssel? Der Knochen. Wie geil. Ich sagte. Ja, bla bla. Hier läuft Wasser rein. Nein, tut. Doch. Warum habe ich. Dorthin. Also ganz ehrlich, so dämlich kann man doch gar nicht sein wie der. Grüß dich. Vor allem, wie ich den trotzdem zerkloppe mit einem scheiß Knochen. Wie easy ich ihn zerkloppe. So. Naja, besser als nix. Na, dann komm mal her. Hier liegt bestimmt doch meine ganzen... Was? Wer bist du? Oh, bitte. Tu mir nichts. Bitte. Keine Angst. Deine Frau hat mich geschickt. Meine Frau? Oh, dem Himmel sei Dank. Du solltest das Schiff so schnell wie möglich verlassen. Ich muss noch jemand anderen finden. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Doch hör mir erst zu. Sie haben einen alten, verzweifelten Mann in den Thronsaal geschleppt. Sie nannten ihn Sophistos. Es gibt hier unten irgendwo eine Tür, die von einer Parole geschützt wird. Wenn du also nach diesem Mann suchen solltest, musst du erst die Parole herausfinden. Viel Glück. Interessant. Cool, dass er uns das sagt. Ich meine, hätten wir die Quest nicht angenommen, dann würde er uns das nicht sagen. Sicher ist. Hab Dank. Okay, also. Nicht ausstehen. Ich hoffe, wir finden bald denjenigen, den Hector sucht. Die Venezianer sind härter, als ich gedacht hatte. Aber wir werden es ihnen zeigen. Ohne Nahrung und Medizin werden sie es nicht mehr lange aushalten. Das ist der Nachteil, wenn man auf einer Insel lebt. Bald. Halt! Wie wir weiter aneinander vorbeischwingen. Bam! So, dann gib mir mal alles, was du hast. Ich
würde gerne mit was anderem kämpfen als dem Scheiß hier. Wie lautet das Passwort? Ja. Ich brauche kein Passwort. Wer ist da? Hallo? 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 Hi. Bam. Niedergesenzt. Aber mittlerweile regeneriere ich wieder MP. Das ist ziemlich cool. Ich habe keine Karte, das ist voll lame. So kann ich nicht mal gucken, wo es noch lang geht. Aber ich kann doch nicht gegen Lektoren kämpfen. Obwohl, doch. Ich kann gegen Lektoren kämpfen. Und zwar so hier. Wie, ich kann die mittlerweile... Boah, das ist aber lame. Dass ich die mittlerweile auch... Stimmt, nein, die stehen halt nur wieder auf. Das war's. Also ich komme hier erstmal nicht rein. Schade. Die bleiben auf jeden Fall hier. Also ich muss mal zuallererst mein Zeug wiederholen. Irgendwo hier vielleicht? Hier geht's dann vielleicht raus, oder? Hm, blöd. Also muss ich erstmal in die andere Richtung. Das sah gerade aus wie 3-3-3-3-3-3-3-3. Okay. Von hier kam ich, dann muss ich doch erstmal dort hinten lang. Vielleicht bekomme ich ja da meine Mundklinge wieder, das wäre pretty awesome. Hi! Ich bin ein cooler Mensch und ihr seid Söldner. Bam! Ich finde das immer noch viel zu toll. Ich weiß nicht, warum mich das so erheitert. Das sollte mich halt echt nicht so erheitern. So. Lass mich raten, jetzt finde ich hier so nach und nach mein ganzes Zeug wieder. Nein, nicht. Das verwundert mich gerade. Ich meine, so viele Kisten, da dachte ich, ist mein Zeug drin. Wenn hier hinten Kisten abgeschlossen sind, ne, dann raste ich kurz aus. Aber schon immerhin jetzt schon ganz cool, so die Ausbeute. Hat sich gelohnt. Hier ist mein ganzes Zeug, sage ich doch. Schön, wie nett, dass es mir nochmal sagen, dass ich meine Mondklinge wieder habe. Die einzige Waffe, die das und das vernichtet. Blablabla. Voll süß. So, den Ring hätte ich ganz gern wieder angezogen. Dann hätte ich auch ganz gern wieder, wo ist es? Meine Rüstung angezogen. Ja, wie gesagt, hat sich jetzt schon gelohnt, die Quest zu spielen, wie viel Geld ich jetzt hier bekomme. Außerdem finde ich es sehr lustig, wenn ihr mal oben auf den Screen guckt. Fisch erhalten, Amadas Schatzkarte erhalten, das und das erhalten, das und das erhalten, das und das erhalten. Ist so toll. So, haben wir das mal erstmal alles ausgeraubt. Kann man ja mal machen. Okay, spezieller Schlüssel benötigt. Hier oben, Erfahrung, Juwel, Juwel, goldenes Versteck, Juwel. Spezieller Schlüssel benötigt. So toll. Einfach. Wo war denn das?
War das hier mit den Viechern? Ne, hier war meine Zelle. Die Viecher waren da hinten. Bam! Warum stehen die hier so in den Ecken drin? Das hat doch keiner bestellt. Wo ist der Rest? Da waren noch zwei mehr. Hi. Den hatte ich. Die habe ich schon mit dem Ding jetzt. Mit dem Zauber geschwächt gehabt, glaube ich. Die anderen zwei nicht. Metallene Mondsichel? Was ist das denn geiles? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Metallene Mondsichel. Ach, öffnet eine Tür. Oh, lame. Ich dachte, daraus kann ich mir eine neue Mondklinge machen. Das wäre ja geil geworden. Wenn es außer der hier noch eine gegeben hätte. Also so. Nach dem Motto, yo, nimm die Mondsichel und kombiniere sie mit deinen magischen Schattenfähigkeiten zu was Neuem. Das wäre geil geworden. Das hätte ich gefeiert. Die öffnen nämlich 100% nicht die Tür, sondern allererst mal die hier, weil da ist nämlich so ein Abdruck drin. So. Ja, ohne es einzustecken oder sonstiges. Ich will noch nicht raus. Raus ist immer so... Eieiei. Aber unteres Deck ist doch auch schon. Heiliger. Hier ist ja auch schon die Scheiße am Dampfen. Oh, hier werde ich mich eine Weile aufhalten. Wer zieht denn sich da an Bord? Seil benutzen. Ach, ich kann jetzt von hier runter. Ah, du bist es. Ich hätte ahnen können, dass du dich früher oder später befreist. Jetzt weißt du, warum wir nicht mit Kyler zusammenarbeiten wollten. Man kann ihm einfach nicht vertrauen. Woher kennst du mich? Wir haben dich beobachtet. Es ist ein Wunder, dass dich der untote Fürst nicht schon lange gefunden hat. Wenn man bedenkt, was du in der Stadt angerichtet hast. Was tust du hier? Wir Bootsführer sind nicht das, wonach wir aussehen. Die Gondoliere sind der älteste Orden von Venedig und haben sich immerzu um die Menschen in der Stadt gekümmert, indem sie tun, was getan werden muss, um allen zu helfen und sie zu schützen. Doch Hilfe und Schutz lassen sich am besten im Geheimen geben, wie du jetzt weißt. Wir sind hier, um Medizin von der Galeere zu stehlen. Die Besatzer blockieren alle Versorgungswege für Essen und Medizin, wodurch die Kranken sterben. Dadurch werden alle bereit, sich ihnen anzuschließen und bei ihrer Suche zu helfen. Übrigens, hast du einen Schimmer, nach wem sie eigentlich suchen? Hast du eine Vorstellung, wer für das alles verantwortlich ist? Sie suchen mich. Es ist gut, dass du mir vertraust. Auch wenn ich nicht weiß, was du den Dogen angetan haben könntest, verfolgen wir das gleiche Ziel. Ich muss einen ihrer Gefangenen finden. Er heißt Sophistos. Sophistos. Gerade der. Nun... Da kommst du wohl zu spät. Er wird gerade im Thronsaal verhört. Und der wird von Wächtern kontrolliert, die ein Passwort verlangen. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Du besorgst mir vom Oberdeck 3 Pakete mit Medizin. Damit verdienst du dir mein Vertrauen. Dann bringe ich dich an einen Ort, an dem du das Passwort herausfinden kannst und wieder hierher zurück. Und weil wir im Geheimen agieren, solltest du das auch tun. Wenn du mir die Pakete vom Oberdeck besorgst, ohne jemanden zu töten, erhältst du eine besondere Belohnung. Nun geh und komm mit der Medizin wieder. Die Menschen von Venedig werden sehr dankbar sein. Interessant. Das finde ich gerade ziemlich cool. Wenn ich es schaffe, niemanden zu töten. Ja, da geht's ja schon. Da geht's schon los. Heilige Scheiße. Das ganze Oberdeck ist voll von denen. Das heißt, ich darf nicht auffallen. Wo muss ich halt.
Das finde ich sehr schade. Weil ich nämlich... Ich muss mal schauen. So oder so, selbst wenn ich die jetzt vom Oberdeck besorge, selbst dann würde ich im Nachhinein nochmal hier hinkommen und alles einfach töten, weil, naja. Wie gesagt, ich würde halt... Ich muss hier voll vorsichtig sein, das ist nicht ganz so einfach, aber ich find's cool. Es ist wieder sowas, wo ich mir sage, hey, das ist eine echt geile Idee. So, wo sind die? Da. Okay, da ist der erste. Es ist ein ganz neuer Ansporn und du spielst das Spiel auch nochmal ganz anders gefühlt. Ist jetzt so. Einer patrouilliert in der Mitte. Der andere patrouilliert außen. Nein, 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 ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht. Nein, ich töte dich nicht. Ich gehe einfach mal hier weg. Ja, geh mal weg. Jetzt warten wir hier mal kurz. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist, dass ich... Genau, geh weg. Geh bloß weg. Also ja, am Rand scheine ich relativ sicher zu sein. Wo? Ich kann aber auch nicht schleichen oder so. Doch, ich kann langsamer gehen. Aber vermindert das denn Geräusche? Nein, schlecht, ganz schlecht. Oh ja, super. Dann werde ich jetzt rennen und die Pakete aufnehmen. Jetzt kann ich auch drauf scheißen. Komm nur her, trau dich. Eins. Zwei. Ich finde das viel zu lustig. Vielleicht bin ich auch da der Einzige, aber es ist mir gerade so egal. Der eine hat schon aufgegeben, übrigens, mich zu verfolgen. Zumindest im Moment. So, dann kann ich jetzt hier rum und dann hat mich nicht mal einer getroffen. Ich habe keinen getötet und ich kriege eine besondere Belohnung. Toll. Einfach nur schön. Oh, schön. Haben wir das geschafft. Ich hoffe, das gilt auch. Als, hey, du hast es geschafft. Also, ich weiß nicht. Er hat ja nicht gesagt, dass ich nicht entdeckt werden darf. Nur gesagt, ich soll niemanden töten. Dann kann ich nämlich jetzt hier gleich auch mal voll upraven und alles einfach niederschnetzeln. Aha. Ei. So. Grüß dich. Vor allem, wie einsam er hier steht und das ohne bemerkt zu werden, das geht halt eigentlich gar nicht. Ah, danke. Du hast dem Widerstand gute Dienste geleistet. Auf dem Oberdeck warst du sehr umsichtig. Dafür bekommst du eine besondere Belohnung. Jetzt bringe ich dich an den Ort, an dem du findest, wonach du suchst. Höflingsraum? Schön, wie man nur ihr Gesicht sieht. Angst? Und wie zur Hölle komme ich hier rein? Ah, hier ist er. Beeil dich. Naja, ich hätte halt jetzt gerne nochmal ein Deck und Typen getötet, weil die mir verdammt nochmal Geld einbringen. Oh, ein Eindringling. Ich bin verloren. Willkommen im Palast von Venedig, Dieb. Von mir wirst du nichts bekommen. Wer bist du? Du kennst nicht einmal meinen Namen? Was für ein jämmerlicher Räuber bist du eigentlich, dass du bei mir einbrichst, ohne einen Schimmer zu haben, wer ich bin? Du verschwindest besser in dem Loch, aus dem du gekrochen bist, bevor ich meine Geduld verliere. Gib mir das Passwort zum Thronsaal der Klaue. Ich bin Prinz Viridor und ich gebe niemals irgendwem irgendwas.
Und für dich wäre es am besten, wenn du auf der Stelle verschwindest. Zu jeder Stunde, Tag und Nacht, stehen zwei Wachen für mich bereit. Also verschwinde, du dreckiger kleiner Dieb. Und wage es nicht, den schönen Palastteppich mit dem Dreck an deinen gesetzlosen Füßen zu beschmutzen. Abgehobenes Stück Scheiße. Ich will das machen, aber ich glaube nicht, dass er freundlich fragen hilft. Warum sollte so ein ehrenwerter Mann wie du solch drohende Reden schwingen? Weil, worauf willst du eigentlich hinaus? Jemand mit deiner Bildung diskutiert doch sicher lieber, als zu kämpfen. Du hast wohl bessere Manieren, als ich gedacht habe. Was willst du nochmal? Nur einen Gefallen. Eine klitzekleine Information. Oh, ich bin schon lange nicht mehr so sanftmütig um etwas gebeten worden. Der Doge wird nicht erfreut sein, aber andererseits gelingt es mir sowieso nie, den Dogen zu erfreuen. Das Passwort für das verfluchte Schiff? Ja, das kenne ich. Es lautet Ewigkeit. Es ist so, ich meine, er scheint ja wichtig zu sein und Geld zu haben und, ach, fick dich. Danke, und nun stirb. Du willst mich zum Kampf herausfordern? Na, aber fünfmal. Los geht's. Wachen! Hi. Ein Eindringling. Oh nein. Wachen? Hallo? Ich kann ja nicht mal auf den... Was? Das ist irgendwie gerade voll. Echt jetzt? Oh, ein Eindringling! Ich bin verloren! Oh nein, du schon wieder! Was willst du? Ich habe dir schon das Passwort verraten! Ich würde dich gern töten. Rein da, schnell! Ich bringe dich jetzt zurück zur Galeere. Was? Mann! Wie zur Hölle? Das war doch auch schon wieder ein Bug. Wenn all dies vorüber ist, findest du mich in der Taverne des inneren Bezirks. Oh, und noch etwas. Von jetzt an fahren wir Gondoliere dich überall hin, wann immer du möchtest. Damit wirst du viel leichter umherreisen können. Und jetzt viel Glück. Super, endlich. Ich habe schon auf sowas gewartet. Ich dachte mir, irgendwann müsste doch mal sowas passieren. Halt, dass irgendjemand sagt, hey, hier kommst du so leicht hin und her. Das ist halt, keine Ahnung, schon länger nötig gewesen. Na ihr, löschen. Die hat eine voll geile Axt. Ich kann voll nicht vorbeirollen, das ist voll kackjes. So. Goldene Rüstung? Echt jetzt? So, Schutz stumpf. Okay. Klingen. Ich glaube, das ist auch wieder situationsabhängig, welche Rüstung man tragen sollte. Am Ende hast du gefühlt einfach eine Rüstung für alles. So, Level up. Grüßt euch. Bleib nur stehen. Na moin. Oh, hier sieht man schon den Thronsaal. Cool. So, haben wir dich auch. Zack. Dich krieg ich auch noch. Dann bleib mal ein bisschen stehen. Hä? Warum hat mein Zauber nicht gewirkt? Habt ihr das gesehen?
Mein Zauber hat halt... Hector hat sich verändert, dass er diese neuen Verbündeten hat. Rede nicht schlecht von unserem Meister. Ich rede nicht schlecht. Das ist mir nur aufgefallen. Außerdem ist er irgendwie nicht mehr derselbe. Er geht Risiken ein, um die er früher einen großen Bogen gemacht hätte. Aber es lohnt sich. Ja, aber für wen? Er wird aus allem rauskommen, so viel ist sicher. Aber was ist mit uns? Viele von uns sind in letzter Zeit getötet worden. Wir hatten höhere Verluste als jemals zuvor. Willst du unserem Meister irgendwelche falschen Entscheidungen anlasten? Wie wagst du es bloß, so etwas zu sagen? Worauf willst du denn sonst hinaus? Es ist nur... Du weißt schon. Hector hat sich verändert, seit er diese... Krass. Verbündeten hat. Bleib nur stehen, da ist ja jemand. Hätte ich vorhin auch mal tun sollen. Komplett bis zu Ende durchhören. Ist eigentlich ziemlich interessant, was die so hier quatschen. Kannst du eigentlich schon ein bisschen raushören. Naja, selbst die sind... Die sind zwar da, um diese Stadt hier zu in Anführungsstrichen schützen, aber... Ich sehe dich. Selbst bei denen. Selbst bei denen gibt es ein bisschen Unzufriedenheit und... Naja... Schon krass irgendwie. Also zumindest ich finde es ein bisschen krass. Aber ich finde es vor allen Dingen cool, dass man sich die Mühe gemacht hat und echt gesagt hat, hey... Lass uns denen noch extra ab und an ein paar Konversationen geben, weil das macht das Ganze irgendwie ein bisschen spannender, finde ich. So, jetzt vernichten wir auch noch alles, was auf dem oberen Deck ist. Und dann geht's nochmal, auf der anderen Seite war die nächste Tür. Und da geht's dann auch weiter, oder es geht hier oben weiter. Ach, keine Ahnung. Mal schauen. Jedenfalls war da auf der anderen Seite auch noch eine Tür. Zu der würde ich auch noch gerne mal rein. Ich muss mal auf die Zeit schauen. Oh, sind schon wieder eine ganz schöne Weile in der Aufnahme. Merkt man gar nicht, wenn man so der Aufnehmende ist. Vor allem, wenn man dann so im Trott drin ist, wenn man einfach mal quatscht, dann so vor sich hin. Und ich habe bestimmt schon wieder tausende Sachen übersehen. Das tut mir sehr leid, aber... Aufsehen erregt. Ach so, ja, ja. Klar. Wäre ja auch ein Zufall, wenn ich... Ich meine, ich töte hier alle Leute und wäre schlimm, wenn mich keiner bemerken würde nach einer Weile. So. Das noch. Juwel erhalten. Geil. Mal gucken, was hier noch so ist. Da geht's rein? Nee, geht's nicht. So. Hätten wir den? Ah, die Klaue haben wir fast ganz erkundet. Zumindest das Oberdeck. Boah, da hat's aber gerade stark gedeckt. Ah, das meinte ich. Na du. Die sind auch mit einer Kombination tot. Das ist irgendwie fast schon ein bisschen zu einfach, finde ich. Ah, kann man noch ein bisschen mal zerstören. So, nehmen wir alles mit. So, haben wir das. Jo. Gehen wir nochmal auf die andere Seite, aber vorher hier noch erkunden zu Ende. Ich mag das voll, wenn die Karten ganz erkundet sind. Keine Ahnung, ist so ein persönliches Ding. Ja, hier hinten noch. Alles noch zerstören. Warte, ich hab das da vorhin. Nee, geht hier leider nicht. Aber... Vorhin hatten wir doch so Gegner angegriffen und da hat es die ganzen Dinger hier, die ganzen Tonkrüge mit zerstört. Das fand ich voll krass. Weiß ich gar nicht, dass es geht. So, hätten wir alles auf dem Oberdeck. Gut. Dann heißt es jetzt eine Etage tiefer. Und dann... Ja. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe bis heute nicht, wie die hier durch diesen Bogen durchkommen konnten. Aber tatsächlich ist ja hinter uns nichts. Also hinter uns ist ja frei. Freie Fläche. Und da... Das erscheint mir dann schon logischer. So. Unteres Deck.